Phantasmen. Thomas Renger, ja, Sie haben getanzt für uns. Ja, extra für uns. Herr Meitländer liegt auch sehr entspannt jetzt in der Folie. Man ist schon viel breitbeiniger, kann man sagen, hier sozusagen. Dank dieser tollen Tanzanlage, die man gesehen hat. Man fühlt sich gleich. Und die Kamerafrau ist irgendwie nicht ganz so begeistert. Und jetzt hast du bestellt das Essen. Da sehen Sie nochmal die schönen Hutas-Frauen. Hutas, ja, wir sind nämlich im Hutas. Mitten in Köln. In der Tat. Nach der Gamescom. Ja, und wo gehen echte Gamer natürlich hin? Da, wo nackte Frauen für einen tanzen und man diese leckere Cola bekommt. Also den Unterschied kann man aber nicht sehen. Wir Experten nennen es Cola-Wasser. Es ist das Tollste, was ich je gegessen habe. Das ist bestimmt nur ein technischer Defekt. Das ist jedenfalls unsere Abendbeschäftigung im Nacktclub Hutas. Nein, nicht, dass wir das nochmal sagen. Hutas ist Nein, es stimmt auch überhaupt nicht. Ne? Es ist überhaupt nicht wahr. Aber es kommt natürlich auf den Grad der Erziehung an, was man so gewohnt ist. Ich bin mir sicher, dass, sagen wir mal... Ja, leider funktioniert nur noch diese Kamera. Ah. Dachte, meine ist gerade verschwunden. Tja. Okay. Ja, also ich denke mal, wenn man jetzt gerade frisch, sagen wir mal, aus Anatolien angereist ist, ist das hier ganz bestimmt reine Pornografie, oder? Absolut. Und auch nach meiner Erziehung ist das Pornografie, muss man einfach auch mal so sagen. Aber was soll's. Ich finde auch schön, einen schönen, ordentlichen Porno, der gut gemacht ist, ja, ästhetisch ist, den darf man auch nicht. Da gibt es einen Comic zu. Zu ästhetisch. Da gibt es einen Comic zu, ja, genau. Lost Girls von Alan Moore, ja, bei CrossCult erschienen. Toll produziert, aber halt ein Porno. Okay, den empfehlen wir dann an dieser Stelle auch. Und wir empfehlen natürlich alle tollen anderen Gamescom-Videos, die wir gemacht haben, mit tollen Spieleempfehlungen auch. Ja. Mir tun allerdings momentan die Beine weh und es war schon laut, oder? Hier? Oder? Nein, auf der Gamescom. Da war schon gewaltig Bums auf die Ohren. Ja, muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich sehr laut und wie gesagt, das habe ich glaube ich schon in einer unserer vielen Sendungen gesagt, es kommt mir vor wie im Phantasialand oder in Disneyland, ja, nur halt hat er schon gesagt. Ohne Fahrgeschäfte. Ja? Also Fahrgeschäfte ist dann, dass wir uns die Trailer angucken dürfen. Sollen wir jetzt mal die Kamera der Kamerafrau übergeben? Vielleicht macht die das etwas ruhiger. Ja, falls wir noch was zu sagen haben. Da muss aber hier rüberkommen. Ja, wir müssen gleich was zu essen bekommen. Wir müssen vielleicht ein bisschen näher ranrutschen hier. Was haben wir noch zu erzählen über das Hutas? Wir sind jetzt eigentlich schon, ich würde fast schon sagen, wir sind am Ende schon. Aber Also Gamescom vielleicht. Also ich fand, wie gesagt, ich bin schon geschafft. Ja, es war viel. Was zu sagen ist, ist, der Businessbereich ist in Köln deutlich lebendiger als der in Leipzig. Ja, viele Geschäfte werden da gemacht, habe ich festgestellt. Geschäfte, hat man sofort gesehen. Die anderen wollten nur T-Shirts haben in den Entertainment-Bereichen. Ja. Aber im Business-Bereich wollen wir den neuen Deal absetzen. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich meine Spielidee morgen vielleicht noch unterbringen kann. So, vielleicht so ein Casual-Game mit mir. Ja, das ist toll. Übrigens, vor der Tür ist die Games Entertainment Zone oder sowas in Köln. Ja. Hier wird am Wochenende dann, wenn so die Hauptspielzeit ist, die Hauptzeit von der Gamescom, da wird es auch noch ganz jede Menge geben. Da habe ich Stände gesehen. VW ist übrigens auch da. Ist das so? Ja, da kann man dann uns VW, vielen Dank auch als Spiele-Publisher. Die sponsern das. Leicht. Also fahrt nach Hause. Live-Konzert. So, aber irgendwie die freundliche Dame, die vorher noch rumgetanzt hat, läuft an unserem Tisch und beachtet uns nicht. Wir wollen, das soll keine Rezension sein, wir sind schon glücklich über das Hutas, dass wir hier Frauen tanzen gesehen haben. Es sitzt sich auch sehr bequem auf den orangenen Sofas hier. Das ist man schon sagt. Okay, wir bestellen jetzt und freuen uns und melden uns, weiß nicht, was für Videos alles kommen, aber wir melden uns vielleicht nochmal wieder. Genau. Die fantastische Woche. Der Nachrichtenrückblick. Mit David Mailänder und Thomas Dräger.